Hallihallo Leute, hier ist der Gusor. Es geht ab. Wir spielen COC. Das müsste ich mir eigentlich mal screenshotten. Dass man das eigentlich. Na, egal. Dass man das eigentlich immer mal so im Thumbnail verwenden könnte. Aber egal. Who cares? Ist doch vollkommen Banane. Wir sind wieder dabei. Es ist Montag. Stream gestern war sowas von Zucker. Also, ihr könnt euch die natürlich noch ganz normal angucken. Ich bin jetzt, muss ich wirklich auch sagen, ich bin mittlerweile mehr, zuvor ja gar nicht, aber mittlerweile mehr bei YouTube Gaming unterwegs und finde das gar nicht so verkehrt. Ich finde es als YouTuber selber ein bisschen sehr blöd, dass mir der Stream zum Beispiel nicht direkt angezeigt wird als normales Video. Das heißt, ich habe halt den Stream gemacht, den habt ihr auch geguckt und stellt auch Fragen dazu und so weiter und so fort. Ich kann mir den aber nicht als mein normales Video anzeigen lassen. Aber bei YouTube Gaming geht das dann halt. So, dazu. Ja, nur kurz am Rande. Jetzt folgende Sache, die Clanspiele sind vorbei. Wir haben nicht die 5 Dinger gerissen, weil halt die anderen halt nicht mehr so krass aktiv dabei waren, was ich aber auch irgendwo verstehen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, zumal die 5., nee, die siebte? Ich glaube, die siebte war. Die siebte Sache ist dann halt nicht mehr so der Hype. Genau, nicht 5, sondern, also die 6. haben wir noch gemacht. Aber die 7., da ist dann irgendwo die Wertigkeit weg gewesen. Ja, so, jetzt kleinen Schluck hier. Und ich habe, ja, bis auf 30 Punkte habe ich halt eben mein Bestes gegeben. Das hat eigentlich ganz gut gepasst, aber ich bin halt eben auch unten am Farmen. Von daher ist es für mich kein großes Ding, aber für andere natürlich dann umso mehr. So, wir sammeln mal ein hier. Und jetzt kommt Folgendes. Wir sammeln gleich die Sachen ein, die wir halt kriegen können. In dem Fall nehmen wir hier die Gems. Da nehmen wir die Gems. Hier würde ich sagen, den normalen Boost. Dann 40 Gems. Ja, 40 Gems. Buch des Bounds, ganz klar. Und dann sage ich hier auf jeden Fall wieder das Heldenbuch, ganz klar, zu der Sache hinzufügen. Das passt. Und jetzt machen wir gleich was. Also das war voll in Ordnung. Da kann ich mich gar nicht beklagen. Auf jeden Fall. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich habe halt wieder Gold ohne Ende, ganz klar. Und sitze halt da so ein bisschen auf dem Trockenen. Deswegen nehmen wir natürlich das Buch des Bounds. Kann ich das auch so anklicken? Nee, ich kann's, da könnte ich es nur verkaufen, was mir halt nichts bringt, klar. Und dann sucht man sich natürlich, ey, nicht hier, oh, hier, guck mal, hier, 2, oh, geil, jetzt beenden. Nein, ihr nehmt euch natürlich das, was am längsten noch braucht. Und es ist das Armeelager, was ich halt angeschoben habe. Yeah, auch nicht schlecht. Und jetzt muss man sich das mal gönnen. In welchem Verhältnis, wenn ich, selbst wenn ich jetzt für den Bereich, also was ich jetzt sozusagen als sechstes in einer klaren Sache bekomme, bringt mir, sage ich jetzt mal, 100 Gems und dann kann ich aber hier was machen, was mir 1400 Gems normalerweise kosten würde. Das beende ich jetzt und dann will ich natürlich erstmal wieder ein bisschen aufräumen, also sprich mein ganzes Zeug hier wieder weg haben. Und dann geht's gleich weiter mit etwas, was wieder Gold kostet, logischerweise. So, dann sind wir jetzt gleich hier durch, dann haben wir nur noch den einen Busch. Der kommt dann auch noch weg, dass ich halt wieder in der Zeit, wo ich halt nichts bauen kann, weil halt alles belegt ist, dann auch wieder mich wieder neue Ressourcensachen bekommen kann. Also, dass es nicht dasteht, ja, schade, weil ich habe ja alles voll und deswegen wird nichts Neues gebaut. So, gibt es natürlich dann gleich wieder ein paar Gems. Ihr werdet eventuell auch gemerkt haben, Boost, Boost, kein Boost. Klar, wenn der natürlich komplett voll ist, ist das Blödsinn. Klar. Würde ich jetzt mal kurz überlegen, was können wir machen? 8 Mill ist mir definitiv zu wenig. 8,8, wieder eine Luftabwehr, theoretisch, aber ist halt nicht schlecht, weil sie halt teuer sind. 9,5 kann ich mir noch nicht gönnen, leider. Die sind relativ günstig, das machen wir nicht. Ich glaube wirklich dann wieder eine Luftabwehr.
Dann einfach wieder eine Luftabwehr. Oder, ja, ich meine, es sind immerhin 800.000 mehr. Der ist wieder zu teuer, ganz genau. Den hatte ich ja dann fertig gejammt, glaube ich. Beziehungsweise irgendwie fertig gemacht. Okay. Oder, und die werden auch zu teuer sein. Ja, genau, die sind 10 Mille. Schade. 9,6 auch. Naja, was heißt irrsinnig? Ich meine, die bringen ja wirklich was, die Luftfeger. Sie bringen ja wirklich was. Aber hier würde ich dann wirklich sagen, ich habe schon zwei Luftabwehren im Upgrade. Das kann ich auch nicht bringen. Das kann ich echt auch nicht bringen. Oh, ich sehe gerade, wir sind im Angriff. Aber nebenbei mal kurz hier. Bäm, Junge. Da will ich mal kurz gucken hier. Ganz ehrlich, was. Klar, ein Angriff ist ein Angriff, wa? Auch gerade ganz frisch hier. So, also CB wird gelockt. Gehe ich mal davon aus. Moser 25 kenne ich noch gar nicht, aber das hat nichts zu sagen. Mal gucken, wie sich die Base verhält. Klar, da jetzt der Gift drauf ist, aber trotz alledem finde ich für ihn komisch gewesen. Gebt euch das bitte mal. Der hat jetzt hier den Gift. Ja, genau, jetzt. Der Gift ist sozusagen für den Hintern gewesen. Gebt euch das mal. Was passiert mit dem Drago? Jetzt durch seine Magier, klar. Aber der Gift hat da nicht viel gemacht. Oder sehe ich das falsch? Also, so würde ich das sagen. Aber ansonsten halt schon mal richtig interessant, sowas hier. Also, ich bin, wie gesagt, richtig gehypt wieder mit drei Lavahunds. Mit vier La. What the fuck, Alter? Okay, bin ich gespannt. Bin ich wirklich gespannt. Ich finde, vier Lavahunde sind ja ein bisschen overpowered. Also, das macht ja in meinen Augen keinen Sinn. Und ihr seht es auch, dass es keinen Sinn macht. Weil hier. Die können natürlich schön leer räumen, klar, logisch, aber das schaffen die nicht komplett. Also vier Lavahunde von einer Seite? Was hat er sich dabei gedacht? Aber hey, wie gesagt, ey, kann uns nur recht sein. Klar, ist halt ein easy win für uns, beziehungsweise eine easy death. Machen wir uns nichts vor. Und da ist noch lange nicht alles weg. Da sehe ich, ich sag mal, 80% könnte ich mir vorstellen, aber das war's dann auch. Und ein One-Star. Und ein One-Star. Weil wir haben halt noch die Helden. Also sprich, Moser hat die Helden noch. Da passiert nichts. Hier genau, das sind halt dann nochmal Prozente, die dann halt nochmal zusätzlich kommen. Also wie gesagt, mehr als 80% sehe ich definitiv nicht. Definitiv nicht. King geraged, weil ihm natürlich jetzt die Zeit wegläuft. Aber glaub mal, der Townhall wird nichts. Da hast du ja mal richtig schön in den Sand gekackt. Ja, das wird nix. Nee. Nee, 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 nee. Auch wenn du jetzt die Helden von ihm down kriegst. Ich sag, das wird nichts mit dem Town Hall. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Queen wäre ja in der Lage, das Town Hall zu kriegen. Glaube ich aber nicht. Ich würde denken, ah, doch. Nee, ich sag, das klappt nicht. Ich sag jetzt einfach, das klappt nicht. Hoffen, hoffen, hoffen. Ah, Zeit zu Ende. Ha, Fail. Geiles Ding. Cool. Freut mich. Freut mich auf jeden Fall. Geil. Finde ich cool. Finde ich einfach nur cool. 28 zu 22. Ihr wisst aber selber, es heißt ja noch nichts. Weil, wo sind wir angegriffen worden? Klar, hier unten, alles weg. Aber wie sieht's denn oben aus? Oben wurde noch gar nicht angegriffen. Jetzt gucken wir mal bei uns. Beziehungsweise beim Gegner. Sieht aber auch nicht anders aus. Okay. Aber da wurden halt einfach wirklich noch nicht mehr Angriffe getätigt. Also von daher, 22 bei 9 ist vollkommen legitim. Alles entspannt. Also, das ist ganz in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt können wir natürlich alles leeren. Einmal komplett hier. Ja, komm, gib her. Gib her, was du hast. Wir nehmen es alles. Und jetzt können wir natürlich da auch wieder einen Boost an den Start bringen und da natürlich wieder profitieren von. So, jetzt folgende Sache. Wir haben ja jetzt die magischen Gegenstände noch weiterhin. Das heißt, wir könnten den King oder die Queen halt. Nee, Blödsinn. Ah, schade. Ja, klar.
ist nur Trainingsprogramm, also sprich Truppenverbesserung. Ist aber auch nicht schlimm. Auch nicht weiter wild, weil mache ich jetzt aber nicht, weil ich brauche die Heiler jetzt noch nicht, weil ich noch barge. Ja, ich barge noch ganz normal. Da brauche ich die Heiler noch nicht. Wenn ich dann aber wiederum später irgendwann dastehen würde und denke, oh, ich habe das Elix und würde halt gerne eine Truppe upgraden und kann es gerade nicht, weil das Labor voll ist, dann werde ich das verwenden. So sieht's aus. Also jetzt nicht einfach rausballern, sondern, obwohl das dauert halt Ewigkeiten. Ach, scheiß was drauf. Komm. Heiler, fertig. Ganz einfach. Wir gucken noch mal, was wir hier so haben. Also, der Bereich interessiert mich nicht so hart hier gar nicht. Total Banane. Drago auch irrelevant eigentlich hier. Ja, wirklich irrelevant. Damit greife ich nicht an. Das hier wird noch mal interessant. Der Frost halt, definitiv. Und dann halt natürlich logischerweise die dunklen Truppen, klar. Die sind dann natürlich nochmal eine, sorry, eine geile Nummer. Und halt der Bowler besonders. Der Bowler, da bin ich richtig, richtig scharf drauf. Aber vorher die. Na, obwohl. Obwohl, machen wir. Kleinen Moment, nebenbei, ich bin nicht mehr im CW. Ich kann die wieder hinpacken, dass die mir mein Dorf beschützen. Und hier haben wir jetzt Folgendes. 173 zu 180. Ich glaube, dann würde ich eher wieder. Nee, obwohl ich habe den King schon auf 41. Dann mache ich den King erst auf 45. Und dann lassen wir das so laufen. Aber halt nach und nach. Kommt dann halt so. Und wie gesagt, hier das Armeelager schon voll. Das ist natürlich geil. Dann müsste ich ja jetzt theoretisch gleich wieder Truppen nachbauen können. Genau. Und warum 10 mehr, obwohl ich erst ein Armeelager voll habe? Weil ich ja zwei Chargen logischerweise erstellen kann. Deswegen halt 10 Punkte mehr. Jetzt wollen wir natürlich gucken, egal, danke, ganz genau. Und dann machen wir nochmal einen Angriff. Einfach nur random hier, einfach was raussuchen. Hier wäre nice, da wäre nice, aber ich krieg mehr. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank für diesen Mega-Support, beziehungsweise für das Nutzen, was ihr ja sozusagen gemacht habt. Ihr habt ja den Stream genutzt, mehr oder weniger. Ihr hättet ja auch sagen können, ey, nee, Gusor, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber wirklich, wenn man das sieht, dass am Sonntag so eine ja, Reichweite halt wirklich machbar ist, dass man wirklich dauerhaft über 100 Zuschauer hat. Nice. Richtig, richtig nice. Und das, wie gesagt, ist natürlich auch definitiv eine Genugtuung. Hier könnten wir wieder angreifen mit der Queen eventuell, dass wir halt nur das Town Hall wegsnacken würden wegen dem Gold. Aber das lohnt auch nicht. So eine Base würde ich alleine nur schon, weil die Eagle-Artillerie und die Infernos halt so schnell zu hitten sind, würde ich die halt gerne angreifen, wenn sie halt noch ein bisschen mehr Loot hätte. Alleine halt wirklich, um da die Challenges weiterhin abzuschließen. Das finde ich dann mega nice. Oder auch in Clan-Spielen, richtig cool. Du sagst halt irgendwie, was weiß ich, 5 Eagle-Artillerie musst du halt wegkillen. Hast du da natürlich relativ schnell zusammen. Ich glaube, Tesla, 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 Tesla. Deswegen denke ich nicht, dass er sie hier drin hat. Und dann könnte ich das probieren, dass ich mit dem Warden hier rangehe, weil der halt die meiste Reichweite hat. Und dann vorsichtig mit der Queen gleichstelle. Ja, okay, die Queen wird schon wieder gehittet. Merkt man halt überhaupt, dass sie ein bisschen geheilt wird? So wirklich doll ist das ja nicht. Zack. Es ist Loot. Es ist Loot. Es ist nicht viel. Aber es ist Loot, der halt mir gut gefällt, klar. Und dann kann man den natürlich nutzen. Ja, wie gesagt, Grüße gehen halt definitiv auch nochmal an Quantus. Habe ich auch im Stream halt erwähnt. Und da tue ich mir auch gar nicht weh. Also wie gesagt, das ist ist ein cooler Channel. Der macht halt ordentlich. Und ist wirklich meiner Meinung nach echt wie Skylife COC, wo du echt sagen kannst, Alter, der ist halt auch älter,
Aber trotz alledem macht er das halt richtig nice. Also vielleicht auch gerade deswegen. Und der sagt halt auch, ey, hier, ich komme auch aus Berlin. Ich könnte mir vorstellen, mal mit dir ins Kino und so weiter und so fort. Das war, wir haben ja ein Gesprächsthema. Das stimmt schon, so ist das nicht. Aber wie gesagt, das auch mit diesem Thema halt Kino und so weiter und so fort. Ich kann mir das nicht nur vorstellen, sondern würde ich halt, wie gesagt, gerne auch machen. Im Sommer halt wieder Kino und dann euch Bescheid geben und dann in Berlin halt irgendwo an einem Kino treffen. Ist jetzt nicht so das Problem. Kann man machen. Kann man definitiv machen. Krasse Helden. Die Helden passen ja gar nicht, obwohl die Base selber ist auch abfacke. Aber hier Möglichkeit theoretisch, aber da hittet natürlich auch alles drauf, ganz klar. Der hat schön viel Elix. Schön viel Elix, aber ist mir zu risky. Ich suche mir dann hier lieber so einen, der inaktiv ist und alles verschenkt, mehr oder weniger. Ganz ehrlich, komm. Gönnen wir uns den hier. Ich habe relativ viel Barbaren. Das ist natürlich ganz gut. Besonders bei sowas hier, wo ich halt sagen kann, gut, okay, komm. Ich muss nicht irgendwie von weit hinten angreifen mit Bogies oder sowas, sondern kann hier halt richtig schön den Gegner auflauern und sagen, gut, okay, komm, ich gehe direkt an die Dev-Gebäude ran. Sind die Barbaren natürlich mega nice. Die machen sich da richtig gut für, weil die halt auch richtig was aushalten. Also Dev-mäßig geht da schon einiges. Sind wir mal ehrlich. Also wenn man die jetzt mal mit Bogies vergleicht. Da geht schon ein bisschen mehr als mit so einem kleinen Bogi. Auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal, wo können wir noch was ziehen? Also, ich würde sogar auch hier die Helden würde ich schon reinnehmen mit. Auf jeden Fall. Weil ein bisschen was Loot geht definitiv hier noch. Gucken wir mal hier. Das Goldlager würde ich gerne noch mitnehmen. Und eben auch das Dunkle. Ich will das Dunkle hier haben. Aber die CB würde ich dafür jetzt nicht unbedingt bemühen wollen. Das sollte so passen. Kein Splash Damage mehr hier in dem Bereich. Somit easy peasy rein da und fertig. Town Hall auch nicht mehr viel, aber ein bisschen was an Loot dürfte noch drinne sein. Und dann halt King geraged, Queen geraged. Durch sind wir damit. Ja, das bisschen hier vollkommen in Ordnung. Klar, war jetzt auch nicht der Mega Loot. Brauchen wir nicht drüber reden. Ha, gerade rausgelaufen. Passt. 13 Stunden haben wir da noch. Einwandfrei. Ja, wie gesagt, so sieht es momentan aus. 2,7 Millionen Gold. 2,7 Millionen. Auch wieder einwandfrei. Nächstes Mal, gleich nochmal. Auch wenn die Folge wieder länger wird. Aber ich habe ja mitbekommen. Ich habe ja wirklich mitbekommen, dass ihr das halt eben auch feiert. Dass ihr sagt, ey, cool. Nicht hier so eine 3-Minuten-Dinger, sondern halt wirklich, ey, komm, auch wenn es mal über 20 Minuten sind, einwandfrei. Habe ich kein Problem mit. Also auf jeden Fall. Wenn man halt die Sache füllen kann. Also wenn man natürlich dann nur da, schade, doof, das bringt nichts. Aber wenn man, wie gesagt, unterwegs ist und hier schön looten nehmen kann und halt noch was zum Erzählen hat, warum denn nicht? Auch schön inaktiv, aber der Loot ist Mist. Hier auf jeden Fall. Gucken wir mal, ist nicht die Menge 300? Könnte das sein? Nicht mal. Ah, schade. Schade, hätte ich mit ein bisschen mehr gerechnet. Aber gut, ist in Ordnung. Soll uns reichen. 163. Na Mann. Ist ja gar nichts. Dann lassen wir hier nochmal neue Truppen. Schnellausbildung habe ich hier halt drin. Zack. Bam, Junge. Ah, genau, ja, ich muss natürlich noch mit dazu. Muss ich die ändern, richtig? Anpassen. Dann brauche ich ein paar mehr Barbaren. Ja, genau, packe ich ja fünf Barbaren mit dazu. Läuft. Warum gehen alle? Alle gehen nicht. Aber schön, dass 8 Leute aktiv sind. Das ist cool. Das ist echt richtig, richtig nice. Wie gesagt, kommt gerne. Kommt gerne. Imprecation. So oft gibt es den Clan nicht. Einfach mal reingucken und spätestens, wenn er mich dann sieht, dann wisst ihr, ihr seid im richtigen Clan. Ich habe es ja gerade gezeigt, Clanspielemäßig ordentlich aktiv, das ist vollkommen in Ordnung. Und wir sammeln Spenden auch. Also habe ich wirklich gar keine Probleme. Bloß ich muss natürlich auch wiederum dazu sagen,
Mir spendet man natürlich auch immer relativ gut, weil ich halt so eine kleine YouTube-Bitch bin. Aber ja, da hat man sich halt irgendwie ein bisschen Fame-Status halt auch irgendwo erschaffen, muss ich ja mal sagen. Aber wie gesagt, das läuft ganz gut. Auch eine richtig schöne Abfuck-Base, aber gut. Hm. 600.000 und bestes Ding ever wieder. Bestes Ding. Du guckst auf den, denkst dir, pff, scheiße. Dann guckst du auf den, oh. 900, bestimmt, ganz bestimmt 900, oder? Na komm, immerhin 600, wa? Aber immerhin. Und da kann man dann auch wirklich sagen, immer genau hingucken, der ist so gut wie leer, bringt nichts. Guckt da hin. Hier gucken wir mal, also ich würde mal denken, so 50.000 sollten locker drin sein. 50 sollten es sein. Auf jeden Fall. Haben wir hier noch irgendwas? Und wie gesagt, kannst du halt schön mit Barge machen. So zack, 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 bam, easy weggesnackt, fertig. Kommt, gucken wir mal, was wir hier kriegen. Naja, ein bisschen. Komm, 100 immerhin. Ja, läuft, einmal frei. Wie gesagt, da könnt ihr sagen, wie ihr wollt. Ihr, oh, das lohnt doch nicht, das lohnt doch nie, das ist doch dumm. Ich hab mein Loot, was will ich mehr? Oder? Also ganz ehrlich, ganz gechillt, läuft. Das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen im Stream mit den Bogenchecks. Weil, wie gesagt, da habe ich dann wirklich die Möglichkeit, kann sagen, ey, gut, okay, komm, ich habe zwar den Boost drinne, aber trotz alledem, wir hauen einen Bogencheck raus. Und das ist das, was ich denke mal, ihr auch wollt und was ich euch halt in so einem Stream eben auch geben kann. Ohne eine Bezahlung. Haut mal rein, ich wünsche euch was. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut das gern. Bis dann, ciao, ciao.